Herzlich willkommen, liebe Besucher, in der 4. Sächsischen Landesausstellung im Audibau in Zwickau. Das Thema der Landesausstellung ist Industriekultur und wir zeigen das hier in einer Ausstellung auf 3000 Quadratmetern mit fast 600 Objekten in einem zeitlichen Bogen, der 500 Jahre umspannt. Das Erste, was die Besucher hier im Entree der Ausstellung sehen, ist eine große Videoinstallation, die den Annaberger Bergaltar zum Thema hat, eine Auseinandersetzung des Medienkünstlers Clemens von Wedemeyer mit seinen Meisterschülern von der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Der Annaberger Bergaltar ist ein Werk im Epochenumbruch. Es ist quasi die Ikone des großen Berggeschreis, das uns auch den Namen Boom gegeben hat. Und was mir besonders wichtig ist, ist diese Vitrine. Es ist ja immer so, dass man die berühmten Leute in der Geschichte sieht. Die, die im Dunkeln sind, die sieht man nicht. Aber wir haben hier stellvertretend die Legende von Oswald Bartel. Es ist ein Bergmann, der ungefähr um 1500 eingefahren ist, verschüttet wurde, dann aber durch die Chemie der Wässer, die durch das Berg fließen, sein Körper konserviert wurde und 60 Jahre später quasi unversehrt wieder ausgegraben wurde. Das ist also ein Stoff für eine Legendenbildung, die hier besonders wichtig ist. Das zeigen wir hier in Form von einem Puppentheater aus dem 19. Jahrhundert. Ich möchte vielleicht mal was zum Ort sagen, zum Raum, in dem wir uns befinden. Wir sind in einer großen Industriehalle und ich glaube, das ist auch das Spezielle, die Ausstellung über die ganze Industriekultur nicht eben in einem Museum, sondern in einer Industriehalle zu zeigen. Und auf das haben wir natürlich Referenz genommen. Es zeichnet sich aus durch großzügige, hohe Räume und auf die haben wir so genutzt mit der Ausstellung oder eigentlich gesagt, wir machen unsere Segmente, unsere Kapitel fast wie man eine industrielle Halle anordnet, industriell rein. Vorbild war für uns sicher, wie die Maschinenindustrie ihre Maschinen reingestellt hat, eigentlich quer zur Halle, dass das Licht eigentlich so durchkommt. Und diese Anordnung, das wiederum fast an das barocke Theater erinnert, weil wir immer wieder Durchbrüche machen, also in die Tiefe gestaffelt, das war eigentlich auch so der Plot, die Grundausrüstung für die Ausstellung, dass man immer die ganze Länge sehen kann, in die Tiefe Querbezüge machen kann, aber trotzdem innerhalb eigentlich eines Segments, einer Salamischeibe eigentlich in diesem Raum drin ist. Wir zeigen Handelsschiffe, auf denen so etwas verhandelt wurde, mazedonische Baumwollhändler, die damals in Chemnitz aktiv waren und die Stadt mit Baumwolle versorgt haben. Und dann zeigen wir zum Abschluss des Kapitels Garn und Globalisierung die Textilblüte, die ja damals quasi kennzeichnend war für Sachsen anhand von zwei Phänomenen. Einmal der Boomstadt Plauen mit ihrer explosionsartigen Ausbreitung, die eigentlich auf einem kleinen Akt des Industriediebstahls beruht, nämlich dass man aus der Schweiz, aus St. Gallen, einfach eine Stickmaschine exportiert hat. Illegal war das natürlich und sie nachgebaut und dann in Plauen optimiert hat. Besonders froh bin ich darüber, dass wir die Dynastie Esche hier porträtieren können. Es ist uns auch gelungen, vom Kunsthaus Zürich zwei echte Munks für diese Vitrine zu bekommen. Die Dynastie Esche hat aus kleinen Anfängen in Limbach als Strumpfwirker dann einen Weltkonzern aufgebaut, der um 1900 weltweit Socken vertrieben hat, die sehr berühmt waren. Es gab chinesische Patente, amerikanische Patente und so weiter. Und Herbert Eugen Esche, den man hier sieht, hatte sich in Chemnitz von Henry van der Velde eine Villa bauen lassen und hatten diese Villa Edward Munch eingeladen, der dann die Familie und ihn gemalt hat. Wir gehen weiter und kommen dann zu dem Kapitel K
Karl Marx und Karl May. Das ist die Zeit der Hochindustrialisierung. Hier ist mir besonders wichtig unser großes, wir nennen das auch in unserem internen Jargon, Boomregal. Das ist also quasi die hohe Zeit der sächsischen Industrie mit ihren vielfältigen Erfindungen, Produkten. Und was mir besonders wichtig ist, ist dieses kleine Objekt hier in der Mitte. Das ist nämlich eine Dampfmaschine in einer Nussschale, die 1893 auf der Weltausstellung in Chicago gezeigt wurde. Und ich finde, das zeigt eigentlich den Spiritus oder den Spirit der Sachsen am intensivsten. Die Welt in der Nussschale ist so ein barockes Bild und das zeigt eben, in der Mitte der Welt ist für die Sachsen ist da eine Maschine. Wir gehen dann weiter und kommen zu dem Kapitel Schockensöhne und Sachsenstolz. Und das beginnt quasi mit dem Ersten Weltkrieg. Und da haben wir hier quasi die Vitrine, die das Ganze eröffnet. Und besonders wichtig ist uns und auch ein Ausdruck für das sächsische Ingenieursverständnis ist uns diese Papierrolle. Dort hat ein angehender Ingenieur, ein Student in der Kriegsgefangenschaft in Frankreich seine Doktorarbeit geschrieben und da ihm das Papier abgenommen wurde, hat es dann auf dem letzten Papier gemacht, nämlich eine Toilettenrolle. Und in Kurzschrift, in Stenografie, hat er dann dort das Prinzip von Dampfmaschinen nochmal genauer analysiert. Wenn wir uns dann umdrehen und hier in diese Richtung gucken, dann ist es die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Und das große Ereignis in der Weltwirtschaftskrise, was für Sachsen so wichtig war, war die Fusion der sächsischen Autoindustrie in Form der vier großen Firmen, Horch, Wanderer, Audi und DKW zur Autounion, wo dann quasi diese vier Ringe das Logo gebildet haben, was dann heute bei der Firma Audi in Ingolstadt gelandet ist. Industriekultur ist eben nicht nur positiv, sie kann auch in die größten Tiefen herabreichen, wie man sieht. Also im Krieg, weil ja die meisten Arbeiter an der Front waren, mussten dann Zwangsarbeiter heran und die haben dann tatsächlich Waffen produziert oder ähnliche Dinge. Wir haben hier verschiedene Sachen ausgestellt. Besonders interessant die Nachfolge der Enigma-Maschine, nämlich die sogenannte Hitlermühle, also ein Chiffriergerät. Das hat die Region hier ungeheuer geprägt in Form der Wismut, sowjetischen Aktiengesellschaft. Nach 1953 war es eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft, wo wir hier verschiedene Objekte zu der Geschichte haben. Am Anfang ist quasi mit Straßenkleidung und völlig behelfsmäßig umgeschützt mit Rucksäcken das uranhaltige Gestein aus den alten Silberbergwerken rausgekratzt worden. Aber nach und nach wurde der Betrieb professionalisiert, es gab professionelle Anzüge. Und wo ich jetzt besonders Wert drauf lege in dem Wismut-Komplex ist, dass es uns auch gelungen ist, aus der Akademie der Künste in Berlin, aus dem Archiv, das Originalmanuskript von Werner Preunig. Das ist ein Schriftsteller mit einem sehr tragischen Schicksal. Ich finde ihn eigentlich fast den besten in der gesamten DDR-Literatur. Und er hat ein großes Panorama der Bergwerksarbeit, der Bergbauarbeit der Wismut im Erzgebirge geschrieben. Es wurden Teile davon vorab veröffentlicht und das hat dem Politbüro und den Leuten überhaupt nicht gefallen. Dann wurde er nach Strich und Faden fertig gemacht, endete im Alkoholismus. Der Trabant wurde nach dem 17. Juni 1953 entwickelt. Man sieht hier auf dem Bild mal ein Vorläufermodell, den P50. Wir haben hier eine ganze Reihe von Design- und Ingenieursweiterentwicklungen, Entwürfen des Trabanten, die aber immer nur für die Schublade produziert wurden, weil das Politbüro das einfach nicht zugelassen hat. Man hat ja gemerkt, man hat sich jetzt durch 500 Jahre
Geschichte gewebt und wir landen eigentlich beim Hier und Jetzt, beim Heute. Es ist ein Ausblick, auch vielleicht räumlich auch so verstanden, ein offener Ausblick, es ist ein offener Raum. Wir zeigen eigentlich verschiedene Leute, die über Projekte, die Zukunft reden, über Sachsen als Ort, über Neuland, das man begeht, wo man die Forschung, wo die Industrie hin will. Und das Ganze eigentlich vor einem sehr großen Fries im Hintergrund, der eigentlich die Industrielandschaft zeigt. Also es ist nicht eine unberührte Naturlandschaft. Eigentlich, glaube ich, mal in einem eindrücklichen Panorama und Statements wieder entlassen wird aus der Ausstellung. Wir konnten nur sehr, sehr wenig in diesem sehr, sehr schnellen Durchgang zeigen. Das erschließt sich dann nur dem, der wirklich kommt und auch ein bisschen Zeit mitnimmt.